alles doppelt so lang. Oh, die Rückleuchte ist im Arsch. Komm den Berg nicht hoch. Kurve. Hallo? Deswegen, Angst vor Motorschaden. Ist da. Ah, die Assis, die gehen jetzt hier rein. Die Seele aus dem Leib geschissen und rausgekommen. Das Niveau ist halt geisteskrank, ne? Meinen Sie, sowas findet bei uns irgendwie noch in der Werkstatt? Schon ein bisschen länger war. Könnte meinen. Seit gestern Abend, 12 Uhr. Der Typ frisst heute Morgen 1 Uhr. Mit warmer Milch zum Frühstück. Markus schreit hier die ganze Zeit rum. Ich schreie gar nicht rum. Ich schreie gar nicht rum. Ich weiß ja nicht, was das wieder hier werden soll, solche Anzüge liegen zu bringen. Ja, jetzt hätte man die Schnauze. Warte, kannst du tun, als ob ich mich so ganz zufällig kratzen würde? Ja, warte. Der Mann ist seit 5 Sekunden wach. Ja. Auf jeden Fall, Subi ist schon runtergeladen. Jetzt müssen wir den Skyler noch zusammenbauen. Besonders, wir werden in Jungfahrt. Wir fahren das erste Mal mit Olaf. Wir fahren allgemein das erste Mal seit Umbau überhaupt zusammen. Ja, seit 2 Jahren. Gut, ich heb den Tipp, fahr nicht so nah auf. Wir werden uns erstmal zum Skyline schwingen. Nochmal die Ventildeckel abnehmen, nochmal gucken, dass da sicherheitshalber überhaupt nichts irgendwie oben in den Kopf reingefusselt ist oder so. Dann werden wir die verbauen, Zündspulen wieder anschließen, alles reinpacken, Servoöl auffüllen, das Lenkrad verbauen, dann mal Probelauf machen und dann Proberunde fahren. Ja, und das alles so schnell wie möglich. Also obwohl wir haben ohne Stress. Das war total dämlich, das in der Nacht zu machen, weil seitdem habe ich ein schlechtes Gefühl damit. Nachdem wird es auch nochmal abgenommen, nochmal in Ruhe jetzt gemacht. Auch ein Tipp an alle, macht nichts zwischen Tür und Angel, das kann eigentlich nur schief gehen. Deswegen, Angst vor Motorschaden, ist da. Letzte Züge, wir machen das Lenkrad jetzt dran. Yeah. Und dann? Stunde im Zoom-Meeting bei Bio sein sollen. Und irgendwas hier klären. Perfekt. Auf jeden Fall haben wir jetzt die letzten Schrauben geflext fürs Lenkrad. Dann ist das Skyline zusammengebaut. Jetzt müssen wir die Stoßstange noch einmal abbauen und wieder dran bauen. Gott, fast geht umgeknickt. Wenn da ist. So oft umgeknickt, ne? Tot. Und dann? Machen Justin und ich und wir und die anderen unsere erste Ausfahrt seit, ich glaube, 2 Jahren, ne? Ja, aber einmal kurz in der Probe laufen machen, dass wir einmal hoch und runter fahren, wenn wir gehen. Ja. We'll be right back.
ist es? Einfach nur geil, aber wir stehen mitten im Weg. Und? Es lässt sich sehr, sehr gut fahren. Ja? Ja. Also, bis jetzt keine Probleme. Gut. Und mit dem Aufsetzen hält sich das auch gerade in Grenzen. Ja. Und was sagst du zu der ersten Fahrt? Bei dem Wetter ist geil, ne? Die ich jemals gemacht habe, war wirklich komplett irre. Wo sind wir denn gerade? Sind am Arsch der Welt? Ne, jetzt sind nicht mehr am Arsch der Welt, jetzt sind wir am Gardasee. Schenken Sie. Wo willst du jetzt hin? Marco braucht einen Gürtel, aber ich weiß nicht ganz genau, wo einer ist. So gut kenne ich mich dann doch nicht hier aus. Aber wir werden schon was finden, ja. Ah, die Assis, die gehen jetzt hier rein. Perfekt. Das ist mal ein cooles T-Shirt. Ganz ehrlich, direkt am Gardasee. Teuer soll das sein? Das kann ja gar nicht. Das, das ist für die Erinnerung. Dein Gürtel muss 300 Euro kosten. Das ist eine fette Drohne. Eine Drohne? Ja, eine Drohne. Das ist einfach nur eine Möwe. Wenn die ist gekauft. Sieht ja gut aus, oder? Also das verstehe ich auch. Ich mal so eine Nahaufnahme. Mamma mia. I need Caramba. Car. Komplett assi mit dem Auto durch die Innenstädte hier zu fahren. Jetzt wird es immer richtig assi gleich. Das ist immer noch schwierig, weil man kommt ja nicht überall rüber, ne? Bisschen eng hier und ein bisschen tief. Maybe if I run, I could fix my problems. And if I don't, we could learn how to solve them. Got some bad friends and I'm better off without them. Always getting in the way. If you need some.
Was hast du denn da bestellt? Justin, was ist das? Es ist Weißbrot quer aufgeschnitten. Kurzer Vergleich. Zeigt nochmal, was ihr euch bestellt habt. Ich glaub, ihr habt was vergessen. Hier am See 95 gefunden. Das heißt, wir müssen das jetzt mixen mit unseren restlichen 102 und in der Hoffnung, dass das gut funktioniert. Aber uns bleibt halt einfach gerade keine Wahl. Naja, so ist das, ne? Arbeitst du bei der Tankstelle? Ja. Du zufällig auch? Ja. Ach, daher kenne ich euch. Ja, wir sind die zwei. Ihr seid die Tankstelle. Ihr seid die Tankstellen-Boys. Ja. Ach so, ah, Lady Gaga ist auch da. Einfach nicht mehr auf unser Leben klargekommen sind. Digga, wir haben die ganzen Tunnel hier auseinandergenommen. Ich hab einfach Tränen. Ich hab einfach geputzt. Das ist einfach, also, Jungs, ey. Das ist jetzt schon, wir sind am ersten Tag hier. Und es ist, das kann man einfach nicht mehr toppen. Alles, was wir gesehen haben, ist einfach geisteskrank. Unnormal, unbeschreiblich. Guckt euch mal bitte diese Gänsehaut an. Die ganzen Tunnel kamen und die Alleen, wo die Scheinwerfer auf dem Boden waren und die Autos von unten angeleuchtet hatten, das war so geisteskrank. Und dann sind ja die Mammutbäume da gekommen, die über die Straße gewachsen sind. Das war. Wir fahren gerade durch diesen dunklen Tunnel. Ich guck's auf mein Handy. Ich guck dir so an, der ganze Raum war hell. Was das? Aber es war wirklich so ein geiler Moment. Ich merke so, Flamme, alles ist hell. Ich guck ihn so an, ich guck mich so richtig. Ein Geist mit so großen Augen so. Was passiert hier? Sagen. Du hast richtig lange damit auf die warten lassen, ne? Ist so. Richtig besonders, lang. Besonders an der Tankstelle sagt er doch, wir machen jetzt halblang, ne? Yeah. Weil ist der dritte Begrenzer, Bruder! Ich muss den richtig dazu produzieren. Der hat das so gemacht. Weißt du, was er gemacht hat? Gib Gas! Gib nur ein bisschen Gas, ich konnte gar nicht meinen Fuß hoch machen. Ja,
eigentlich saß ich im Beifahrersitz gefühlt. Mach das, Junge. Er will so scheiße. Mach das für dich. Mach mal Platz. Das war der Schuh auf meinem Schoß, warte. Ich fahr für dich. Der war in deinem Mund. Ja, ehrlich. Er hat die ganze Zeit sich nur beschwert. Oh, Digga, ich kann nicht mehr. Oh, ich will nicht mehr. Das ist so laut, du gehst mir so auf den Nerv. Das ist echt nicht feierlich. Aber jetzt eine ganz kurze Frage. Ganz kurze Frage an Marco. Marco, wie lange fahren wir jetzt noch nach Hause? Stündlich. Anderthalb Stunden. Laut Alex, 45 Minuten. Oh, fick euch doch eben. Geschätzte Ankunftszeit, 1 bis 1.30 Uhr. Ich glaube, der lag heute. Ganz kurz appreciated. Wie fickt das aus? Ja. Kann nein, nackt. Stehen. Wir haben gerade dieses Pump it up von Too Fast Furious angehabt, weißt du? Mhm. Digga, weißt du, wie wild das war? Du bist gerade die Brücke hochgefahren. Und ich war so, ja, Digga. Aber total motiviert, ich wollte schon aus dem Auto springen. Ich, Alter. Ich hab einfach geheult. Ich hab einfach geheult. Ich hab immer noch Gänsehaut. Ich dachte, nach dem Knallen sehe ich aus wie ein Niki Lauda, Alter. Ich hatte mal drei. Ich war Freddy Krüger, Digga. Wisst ihr, wie warm das wurde? Und ich hab ja nicht damit gerechnet, ich wollte einfach nur eine coole Szene machen. Hallo. So leid, aber so, yeah. Aua! Kleines Sutschka. Wir haben es erfolgreich geschafft, oben am Berg anzukommen. Alle heile, toi toi toi, nichts passiert. Zwar alle ein Hörsturz. Ich hab schon lange nicht mehr reden gehört. Sehr müde. Servus! Wir haben die Servus, Rüsselü! Die zweite Nacht überstanden. Bin auch ein bisschen beschmiert, sag ich mal. Sag mal bitte die Uhrzeit, ich will das haben. 12.35 Uhr. Was machen wir heute? Heute machen wir nur ein paar Bilder, ein bisschen rumfahren. Ne? Ganz rumfahren, wie ist das? Richtig, ganz Fahrt mal rausziehen. Ganz entspannt. Also, ich habe schon den dritten Tag hintereinander 24 Stunden reingekloppt. Ich hatte heute Morgen Hirnblutung, glaube ich. Aber. Heute ist entspannt. Ich glaube, du brauchst heute erstmal so ein Software-Update. Ich bin verwundert, dass überhaupt mein Kehlkopf noch funktioniert, ne? Also so wie der gestern geklungen hat, war das nicht mehr lustig. Ich habe halt fast ausgekotzt. Ich fand schon sehr lustig. Ja, also lange Rede, gar keinen Sinn. Irgendwie müssen wir unseren Arsch jetzt mal hochkriegen. Ne? Also, jetzt machen wir hier ein kurzes Zwischen-Check-up. Subi haben wir schon alles durchgeguckt, Flüssigkeit und so weiter. War alles gut. Bremsflüssigkeit war ein bisschen zu niedrig. Und ich bin auf der Autobahn. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ein ganz kleines bisschen. Mit meinem inneren Felgenhorn aufgesetzt. An der Kotflügelkante ist aber nichts passiert. Das war da, wo halt anders geisteskrank die Brücke anfing. Da ist echt übelst gescheppert, aber sonst. Lippe, gestern viermal aufgesetzt, ist nichts passiert. Also noch niemals ein Kratzer. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Bei Justin sah auch gut aus. Da war wohl Kühlflüssigkeit ein bisschen wieder rausgekommen, aber das Problem kennen wir ja schon. Jetzt zieht er gerade noch die Radbolzen nach. Und bei Steffen sah es jetzt nicht ganz so nice aus. Der ist irgendwie hinten ein paar Zentimeter abgesackt und dann hat sich der Reifen übelst abgeschliffen. Da sind bestimmt ein paar Zentimeter, die ab hinten gesackt ist, oder? Ein, zwei. Seite. Also wir haben den jetzt auf der linken Seite 1,5 Zentimeter hochgeschraubt und steht jetzt aber gleich. Okay. Also entweder die Feder da so nachgeben oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Müssen wir halt jetzt mal beobachten. Aber das Fahrwerk kann sich eigentlich nicht verstellt haben, weil der Verstellteller auch eine Feststellung hat. Also der ist nicht dann einfach nur irgendwie gekontert oder so, sondern auch mit Madenschraube fest. Und eigentlich auch mit einer großen Madenschraube, also keine Ahnung. Ja, werden wir jetzt auf jeden Fall mal im Auge behalten, das Ganze. Ja, ja, und jetzt heute werden wir es gleich erstmal meine Felgen sauber machen, weil die sind anders RIP. Also die sind wirklich anders RIP. Und ja, die sollen auf jeden Fall weiterhin immer schick und schön bleiben. Und ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, was heute noch so kommt.
gleich so viel Geld reingeschmissen. Erstmal gibt es kein Rückgeld. Dann mussten wir nochmal auf 1,30 Euro auf. Jetzt machen wir 48. 45 und da gibt unser Dings nicht. Non possible. Der hat sich gedreht, aber der kommt nicht runter. Ja. Es gibt kein Rückgeld. Der hängt fest, der Bastard. Da musst du nochmal reinschmeißen, dass er sich schon dreht. Dann fallen beide. Bruder, da ist doch Geld drin. Immer machen Probleme. Burger. Hier mit 2 Kilo Hack für 5 Personen. Sollte reichen. Das sind einfach 20 Burger, ne? Pro Burger, also pro Patty eigentlich nochmal 100 Gramm. Ja. Wo haben wir denn die Buns? Die wollte ich mal zeigen. Hier. Das sind Negerbuns. Guckt euch das Monstrum an. Mm. Woo, baby! Der heutige Tag klingt jetzt aus. Wir essen jetzt was. Und dann ist morgen großer Tag der Tage. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch extrem, Alter. Ich freue mich auf die Fahrt, auf die Ankunft, wird so wild. Wir legen dann noch ein bisschen mehr Reifen da. Wir sind so viel am Schleim. So, ne? Hört sich bei dir auch an, dass du das Mikrofon jedes Mal durchsägen? Ja, das hört sich... Ich hätte immer mein Felgenhorn ist an einem... Ja, denke ich auch. Das wird so schlimmer, ne? Ja, war es echt unangenehm. Aber wir ein bisschen schneller fahren, ist jetzt nicht schlimm, aber muss ich nicht immer machen. Nee, aber es macht schon Bock. Ja. Hier die Piste hochjagen. Die ganze Zeit rum. Ich wusste, dass das Restaurant direkt hier nebenan ist. Ja. Aber ich schreie die ganze Zeit. Ich habe da das Fenster gerade offen gehabt. Beim Duschen. Wenn du da runter guckst, die ganzen Asikaren stehen mir auf. Gut, dass ich nicht getoastet habe, Alter. Da stehen mir vor, die Leute essen hier. Oh ja, vorzug. Ja. Auf einmal schießt er rein. Ach, das wäre so in die Weite geschallert von hier. Ja, ich wollte einfach nur mal hier wiederkommen. Ja. Frag mich gerade, wo er hingeht. Oh fuck, hier muss ich Allrad einschalten. Moment. Warte, Allrad. Ja.
Scheiße, du also musst den Glitch schaffen. Ich bin durch. Out of map, Alter. Oder mit Hochmaps Out of map. Den Glitch musst du jetzt ein YouTube-Tutorial für machen. Tun, also. Herzlich willkommen hier bei germanyoutube.de. Heute zeige ich euch how to get out of map. Ihr stellt euch hier einfach hier an die Ecke, guckt mit der Waffe unten rechts am Boden, fangt an zu sprinten, springt dreimal und beim Pfing durch. Dann seid ihr out of map. Ihr könnt auch reinschießen, aber die Gegner nicht raus. Um so wieder reinzukommen, Wurfmesser. Wurfmesser! Kennst du das nicht bei Terminal, bei MW3? Ja, klar, kenn ich das. Was war das? Wurfmesser? Schießen, Wurfmesser, ne, Messern und Wurfmesser gleichzeitig. Da hast du auch so schräg geguckt und bist dann immer so hochgeflogen. Boah, ich hab Krampf jetzt im Arsch. Die geile Brille, ja. Sonnenbrille, ja. Von Justin. Echt? Ja. Will er die nicht wieder haben? Ich habe ihn gerade gefragt, ob er eine hat für mich. Hm. Er hat erst Nein gesagt. Ja, weil er die nicht geben will. Und dann habe ich gesagt, er soll nicht lügen. Und dann hat er gesagt, es tut mir leid, Sven, warte, ich schau mal, was ich machen kann. Sven? Heißt nicht Sven? Die ist total dreckig. Sollen wir so einen heimlichen Porno drehen? Das sind wir du und ich. Du und ich, nur wir zwei. Das ist total romantisch. Lass doch was, komm. Du bist behindert. Alex, lass das bitte drin. Unsere Romanze. Sei doch nicht so schüchtern. Komm, Vagina ins Maus. Moment, Moment. Komm hinter meinem. Hallo. Ja? Könnt ihr mal die Fresse halten? Nein. Nee. Danke. Auf gar keinen Fall. Im Restaurant habe ich eine halbe Stunde durchgelacht. Oh. Weil Justin da saß. Und der war so enttäuscht, wenn ich ihn angeguckt hab. Ziege, ich konnte einfach nicht mehr. Ich ziehe meine Pizza rein. Meine Ruhe, weil ich sie entladen. Halt die Fest. Ein Geheimnis, ein großes Dorf. Das ist ein geiles Wort.
Hat die da reingebissen? Ja, wie geht's los?